Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Das dritte, das ich heute drehe, Folk-Metal-Sonntag Part 3. Es gibt wieder um eine Folk-Metal-Band im Grunde genommen, ja, aber allerdings hier eine Pirate-Folk-Metal-Band. Und zwar, es geht um... Jetzt erschreckt noch nicht, wenn ihr dieses Cover-Artwork seht. Es ist das epischste Cover-Artwork des Jahres. Ja. Rum Ahoy mit Time to Party. Seht ihr das? Ihr seht es gleich nochmal genauer. Okay, also. Rum Ahoy kommen aus UK, aus Auchtermuchty, Scotland. Oder, oh Gott, ich kann den Namen nicht sagen. Aus North Carolina. Später. Also einige Bandmembers wohl, keine Ahnung. Ja. Sind vier Recken in T-Shirts und mit Piratenhüten und darunter, ja, Skimasken, schwarze Skimasken, so Gangster-Banküberfall-Skimasken, so. 2011 gegründet, ja, 2012 gab es das erste Demo, dann gab es einen Beitrag zu einer, eine Compilation gab es dann, mit allerdings nur 5 Titeln, im Grunde genommen würde ich sagen, ist das eher eine EP, aber gut. Und dann gab es das erste Album namens The Triumph of Piracy, die habe ich auch da. Und die werde ich auch noch reviewen in Kurzform, irgendwann mal. Ja, ich habe mir die nachgerüstet, nachdem ich mir die hier... Nee, ich habe mir die erst geholt, weil die war noch gar nicht draußen. Denn das aktuelle Album hier ist von 2019. Allerdings in der digitalen Version. Die physische Version hier. Kam bei Napalm dann raus. Die haben die Band wohl für sich entdeckt. Und das Ganze wurde veröffentlicht am 17. Juli 2020. Und ich bespreche hier die physische Version. Und das ist 2020 erschienen, das Ding. So. Gut, ja, viel mehr kann ich mit der Band auch nicht sagen. Ich kann höchstens noch was zum Line-Up sagen, obwohl auch nicht so viel, denn wir haben hier den Sänger Captain Yarface. Der war auch bei der Band Lagerstein, die ich nicht weiter kenne, oder bei Aeternitas. Was machen denn Aeternitas? Die machen Symphonic Death Metal, haben aber nur eine EP. Okay. So, und dann haben wir noch den Gitarristen Bootsmann Walk the Plank, den Schlagzeuger Swashbuckle Pete, den Bassisten Kevin Boy Treasure Quest. That's it. Alles Pseudonyme. Wer weiß, was sich da für irgendwelche Künstler dahinter verbirgen. Ich kann einfach mal auf den Namen draufklicken und dann einfach mal... Vielleicht steht da ja ein Original. Nee, steht nichts. Das sind halt Pseudonyme. Vielleicht verbergen sich da irgendwelche Leute, die nicht erkannt werden wollen, hinter. Man weiß es nicht genau. Ist auch egal. So. Zur Optik. Was ist da los? Captain Yarface im Kampf mit einem Säbel auf hoher See gegen einen angreifenden Hai, eine angreifende Riesenkrake. Und daneben treibt ein Beiboot, in dem gerade eine Mumie aus ihrem Sarkophag entschlüpft. What the fuck? Ja, wenn du so eine CD, so ein Artwork siehst, ja, dann kaufst du das, verdammt nochmal. Ja, und wenn es, weiß ich nicht, Nightcore ist, dann kaufst du es trotzdem wegen dem Cover, ich weiß es nicht, ja. Aber das ist einfach nur endgeil. Ja, und dann hinten drauf, schön punkig bunt, wie auf so einer Punk-CD ohne Scheiß, in so farblich unterlegten Klötzen die Songtext, die Titel, ja. Aber gut lesbar, auch auf größere Entfernung sogar, ja. Und dahinter nochmal die Mumie, die da gerade schreien, erwacht. Das ist großartig, einfach großartig. Auf dem Labelprint haben wir den Hai, so mal ein bisschen größer, ja. Unter dem Labelprint einfach hier. Ja, kein Skull mit Bones, sondern so ein, eine Skimaske mit Bones. So, und hier, wenn man raus da, ja, jetzt habe ich das Problem wieder. Das war gerade eben schon so ein Gepool, ja, jetzt geht's aber. Wenn man es einmal geschafft hat, ist beim nächsten Mal ein bisschen leichter. Das Booklet. Sehr gut leserliche Lyrics und immer auch wieder klassisch gemacht. Ein Bandmember daneben. So, das ist okay. Hier in der Mitte haben wir mal kein Bild. Und das war's dann auch schon wieder.
Moment mal, habe ich jetzt einen überblättert? Ich glaube, ich habe einen überblättert. Ich habe sogar zwei überblättert. Naja, es ist halt immer das Gleiche hier, ne? So, ja, ist ja egal. So, und dann hier hinten auch nochmal ein Bandfoto, ne, mit allen maskierten Gangstern. Ja, Gangster Pirates, weiß ich nicht. Ich will die CD hier halt aus den Angeln, das ist nicht gut. Moment, ich muss mal eben gucken, dass ich es hier hinkriege. Ja, okay, gut, ist drin. So. Und dann kommen wir jetzt zum Kern des Ganzen, und zwar zu den Songs. Das Ganze beginnt mit dem Titel Cowboys of the Sea. Ja, und da sind wir gleich im Genre. Das ist halt wirklich eine A-Storm-Kopie, allerdings mit einer wesentlich markanteren Stimme. Und das heißt markanter, tieferen, bärigen Stimme. Kennt ihr Baal Sargoth? Da gibt es auch zwei Sänger. Der eine, der macht so Black Metal-Gekreiche, dass du den Raum verlassen möchtest. Der andere aber, der erzählt auf so eine mächtige Weise irgendwelche. Du glaubst, du hörst da irgendwie Megatron reden. Ja. Und so klingt hier auch so ein bisschen dieser Sänger. So ein bisschen. Anders natürlich. Ja, hört euch das einfach an. Ich verlinke euch unten auch die Musikvideos, die ich noch finde. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Einen weiß ich genau. Aber ich glaube, es gibt mehrere. Guckt einfach unten rein, ihr werdet Musikvideos finden. Weiß ich aus dem Kopf jetzt gerade nicht. So, dann kommt ein Titeltrack, Time to Party, auch wieder sehr A-Storm-like, mit einem ausufernderen Refrain in diesem Fall. Also, ne, ein bisschen mehr Text im Refrain auch, aber sitzt gut im Ohr. Ebenso Titel 3, Treasure Gun, auch wieder sehr, sehr typisch mit so Bang-Bang-Rufen in den Strophen immer, das hat mir auch ganz gut gefallen, reißt ganz gut mit. Dann der Titel The Legend of Captain Yarface, ebenfalls diese Vermischung von harten, folkartigen Metal und diesen klassischen Seemannslied, Shanty-artigen Folk-Instrumenten, ja, so Ziehharmonika und so, halt Pirate Metal, ja. Und auch hier wieder der Refrain, sehr schönes Yo-Ho in a Bottle of Rum kommt da immer, das ist, kommt auch ziemlich gut. Und dann kommt der erste absolute mega fucking drecksgefickte Scheiß-Drecks-Ohrwurm. Und vor allem hier ist er wirklich absolut Ende, denn ich glaube, also meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach übertreffen Rummahoy lyrisch A-Storm. Denn was sie sich ausdenken für Texte, ja, bei A-Storm ist es immer, ja, Rum und Party und wir sind die dummen Piratens. Und das war's. Oder ja, und Poop, ne? Schön viel Poop, okay, gibt's hier auch. Das Poop-Deck, das kommt hier auch noch, ja. Aber naja. Aber hier haben wir jetzt bei Stück Nummer 5 Harambe, The Pirate Gorilla. Ich werde euch das Musikvideo, es ist ein Lyric-Video, ja, verlinken. Ja, Hooks out for Harambe, ja, der Piraten-Gorilla. Wie kommt man darauf? Wie? Aber es wird noch besser. Ja, Stück Nummer 6 ist dann Poop Deck Party. Das ist halt wirklich ein schnellerer Party-Rumpel-Song, wenn man so will. So zum Abgehen, rumrennen und springen, keine Ahnung. Dann sehr schön, The Beer from My Town is Better Than Yours. Ja, The Beer from My Town is Better Than Yours. Das ist halt richtig auch so dieses Ailstorm-artige, ne? Aber da kommen wir auch noch zu, zum Ailstorm-artigen. Allerdings kommen wir erstmal zum weiteren Highlight des Albums, nämlich 1000 Years of Dust. Das ist mit 5 Minuten 45 der längste Song des Albums und das Ding, ohne Scheiß, 1000 Years of Dust, hat einen der geilsten Refrains des Jahres 2020, finde ich. Diesen Scheiß-Refrain bin ich das ganze Jahr, seit ich den gehört habe, den Song, nicht mehr, ich habe die seit Sommer, die Scheibe, jetzt seit Juli halt. Ich habe mir die halt bestellt, als sie kam, ne? Nicht mehr aus dem Ohr gekriegt, das Ding. Immer noch, wenn ich den Titel nur lese, I have... Was singt er da überhaupt? Nicht prevailed. Warum will ich jetzt sagen prevailed? I have inhaled 1000 years of dust. Das ist einfach nur... Where is my crew? They have been captured by mummies. Seine Crew wurde gefangen genommen von Mumien. Ja, ich weiß nicht, was du nimmst, aber gib mal was ab, ey. Großartig, einfach großartig, ja. Ich liebe diese Art von Cheese. Ja, das macht halt Spaß. Das kannst du halt überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das siehst du aber auch. Ja, wenn du das hier siehst, dann erwartest du kein neues Album von Tür. In dem Folk-Metal-Stil jetzt, ja. Wenn du das hier siehst, erwartest du Cheese. Und das kriegst du hier, die volle Dosis. Dann kommt der vorletzte Titel, Full Mast. Ist wieder ein richtig
Ja, eine beschwingtere Nummer, auch ein bisschen A-Storm-lastig, auch ein sehr schöner, melodischer Ohrwurm-Refrain, so ein bisschen fast, ne, von der Melodieführung vor allem, finde ich. Und am Ende, der letzte Titel, da dachte ich, ich habe nicht richtig, der heißt Stolen Treasure. Ja, was heißt denn Stolen Treasure auf Deutsch? Gestohlener Schatz. Ja, ich lese euch mal ein paar Text. Ich lese euch einfach mal die ersten Strophen vor. Piracy is a crime. And we like crime. And we steal songs all the time. But I'd rather live my life like this than trying to write my own pirate hits. We live each day drinking some booze, saying ahoy and stealing your tunes. But copyright thieves we must be. So give us your royalties to me. Nee, give all your royalties to me. Ja? Seid ihr schon drauf gekommen, welcher Song hier verarscht wird? Ja? Piracy is a crime and we like crime and we steal songs all the time. Es ist Beer. Von A-Storm. Ja, und man sieht ja halt eben nicht drink, nee, nicht Bier, drink von A-Storm. Was riecht denn da? Man sieht ja halt eben nicht drink, sondern man sieht hier rum. Im Refrain. Die kann man hier einfach mal oder klauen von A-Storm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, dass A-Storm die Digitalversion dieses Albums gehört haben oder die Band vielleicht sogar vorher schon kannten und dass hier eine Kolob so, dass sie gesagt haben, ja, macht mal, ihr dürft den Song gerne mal auf die Art hochnehmen. Ne? Und das ist ja so, Piraten bestehlen sich untereinander. Die stehlen die Schätze untereinander. Von der eine Pirat klaut dem anderen Pirat sein geklautes Gut. Ne? Und das haben die hier getan. Mehr Pirate Metal als Rum-Ahoy kannst du damit nicht sein. Mit dieser Aktion, ja, sind für mich, nicht für euch, weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen, aber für mich sind Rum-Ahoy an der Spitze des Pirate Metal. Des Pirate Folk Metal, ja, an der Spitze des Pirate Metals sind und bleiben Running Wild. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Aber an der Spitze des Pirate Folk Metal, Rum-Ahoy. Ganz klar, ja. Dieses Album ist besser als Curse of the Crystal Coconut, meiner Ansicht nach. Mehr Ohrwürmer, mehr mitreißende Melodien, mehr Spaß, besseres Cover-Artwork. Es wird dieses Jahr, es gab dieses Jahr auch kein besseres Cover-Artwork. Ja, Spaß. Das ist die Asylum unter den Folk-Metal-Bands, okay? Ich liebe diese Scheiße. Ihr merkt es vielleicht. Gebt euch das. Ich verlinke euch unten die Songs. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, welche Musikvideos es da gab gerade. Ich weiß aber genau, Harambe könnt ihr euch anhören. Ja. Gebt euch die Videos. Gebt euch auch die alten Videos. Gebt euch auch das erste Album. Wenn ihr das hier gut findet, findet ihr auch das alte Album gut. 100 Pro. Ich mach mal kurz auf. Ich habe natürlich noch ein bisschen Akku. Triumph of Piracy, ein Jahr davor erschienen, 2018. Ja. Da sind Songs drauf wie Forest Party. Das ist auch so ein Dreckskiller-Ohrwurm, den du nicht mehr los wirst. Wirklich. Huffman the Pirate King, auch großartig. Netflix and Yar. Es gibt hier einen Piraten-Metal-Song, in dem sie Piraten-Metal-Thematik mit Netflix kombinieren. Ja? Chilling Heart over the Waves, Netflix and Yar. Und es ist episch gesungen. Netflix and Yar. Du kannst es dir nicht ausdenken, ehrlich nicht. Großartig. Ich bin ein großer Fan. So. Ah, jetzt bin ich auch fertig für heute. Ich bin gespannt, was eure Kommentare unter diesem Album sein werden. Wahrscheinlich kommen viele, die sagen: Alter, spinnst du? Was für ein Dreck! Ja, A-Storm sind schuld. Hätten A-Storm, ja, in ihrem komischen Tortuga-Lied den guten Captain Yarface nicht eingeladen, wäre ich nie auf diese Band gekommen. Ich wollte wissen, wer ist denn das? Er singt ja auch mit. Es ist ja aber kein Stammsänger von A-Storm. Wer ist denn das? Was? Rum Ahoy? Folk Metal? Der Titel sagt ja schon Rum Ahoy. Das ist dann auch sowas wie A-Storm. Kurz reingehört. Der erste Song, den ich tatsächlich gehört habe, war der eben erwähnte aus der Triumph of Piracy, Forest Party. Und ich war drin.
gleich geguckt, oh, es gibt ein neueres Album, das gibt es aber nur digital, scheiße, naja, dann hole ich mir erstmal die CD, die erste, die es auf CD gibt. Ne? Und dann kam dieses Jahr plötzlich die Info, ich habe die auf Facebook dann gefollowt, die Band, und da kam dann, ja, wir haben ein Napalm Records Deal gesealed und jetzt kann man unser Album über die dann jetzt neu kaufen. Tada, gleich bestellt. So, und ich habe diese beiden Alben, sowohl das neue A-Song-Album natürlich auch und die Ramahoy immer side by side den ganzen Sommer über durch hin wieder mal gehört. Ne? Aber irgendwie war ich zu faul, das zu reviewen diesen Sommer. Ist einfach, ja, doof gelaufen. Aber ja, besser spät als nie und das habe ich jetzt getan. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell!